Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen wieder bei Livestream MG, Reportage und Talk. Jeden Montag um 20.30 Uhr für den Bahnsport. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Wieder Montag, 20.30 Uhr, Reportage und Talk. Ich hoffe, euer Wochenende war zufriedenstellend. Es waren ja einige noch Abschlusstrainings, aber dazu kommen wir gleich. Ich schaue nur ganz kurz, weil irgendwas läuft nicht korrekt. Nee, Quatsch. Bevor ich anfange, möchte ich noch einen jungen Mann, der hat nämlich heute Geburtstag, gratulieren. Und zwar ist das der Maximilian Treudel. Er ist heute 16 Jahre alt geworden. Maxi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, dein Tag war genial. Du hast viele Geschenke bekommen. Und mit 16, da kann ich mich noch an meinem 16. Geburtstag erinnern. Also, alles Gute noch an dieser Stelle. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Ja, was gibt's Neues? Nicht viel, weil die Winterpause ist ja eigentlich seit heute offiziell eingeläutet. Am Wochenende waren noch ein paar Abschlusstrainings, aber dazu komme ich gleich noch. Und zwar ist jetzt ab heute offiziell MSC Wölfe Wittstock sind jetzt 2020 in der zweiten polnischen Speedway-Liga vertreten. Ich weiß, ich habe am Wochenende irgendwas gepostet gehabt. Ich habe mich extra erkundigt. Es war auch ein polnischer Kollege, der sagt, ja, es ist offiziell. Aber dann meinte einer, nein, es ist noch nicht offiziell. Der Vertrag ist vorgelegt worden nur. Und am Montag fällt die Entscheidung. Und so war es auch. Und MSC Wittstock hat es auch veröffentlicht auf deren Homepage. Und auch bei Facebook. Viele fragen sich jetzt, bleibt Wittstock jetzt nur in der polnischen Liga oder fahren die auch in der deutschen Liga? Ich vermute, es wird zwar vielen nicht gefallen, dass der MSC Wittstock sich komplett aus der deutschen Bundesliga entfernt, also dass die nur in der polnischen Liga fahren werden. Grund: Ich kann den Vorstand verstehen, weil die haben ja eine dicke Strafe aufgebrummt bekommen. Die Situation war ein bisschen heikel mit der Absage des Rennens, wo die Wölfe gegen die Wikinger fahren sollten. Deswegen kann ich mich dazu auch nicht mehr äußern. Also das ist ja Vergangenheit. Die haben eine Bestrafung gekriegt. Das Rennen wurde nicht ordnungsgemäß abgesagt. Ich verstehe es auch nicht, so eine hohe Strafe auszulegen und hat der Frank Maurer Wahrheit gemacht und somit ist er in die polnische Liga. Schauen wir mal, ob irgendein Statement von deren Seiten kommt, ob sie auch noch in der deutschen Bundesliga mitfahren oder nicht, weil dann wird es nächstes Jahr interessant. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Clubs sich dann anmelden für die Bundesliga, weil sonst bleiben ja nicht mehr viele Vereine. Weil die Spannung ist da, sage ich mal, dann weg. Wenn es nur 3-4 Mannschaften sind, dann kommt ja fast gar keiner mehr zu den Rennen. Das ist auch ein bisschen traurig, sage ich mal. Warten wir es ab bis nächstes Jahr. Es nützt jetzt nichts drüber zu diskutieren. Wenn hätte aber oder Vermutungen aufstellen, nachher heißt es, warum stellst du die Vermutung da auf? Das stimmt doch gar nicht und deswegen kann ich mich nicht so zu dem Thema äußern. Ja, am 26.10. war ja auch in Herxheim Abschlusstraining auf der Langbahn. Es wurden ja zahlreiche Fahrer waren ja vor Ort, Gespanne, Solisten, auch Oldies mit ihren stehenden Maschinen. Ist auch schön anzuschauen. Besonders David Pfeffer hat es nochmal richtig krachen lassen in Herxheim. Auf seiner Seite habe ich gesehen, es sind noch schöne Bilder von ihm
geschossen worden von Franz-Peter Bär. Der hat gute Fotos gemacht aus Herx, da müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Und auch die Gespanne hatten ihren Spaß. Ich wäre eigentlich auch in Herxheim gewesen, aber mein Vorhaben hat leider nicht geklappt, weil ich wollte eigentlich mal mit dem Gespann fahren, aber derjenige konnte leider nicht an dem Tag dorthin kommen nach Herxheim und somit war es dann leider Geschichte. Aber egal, vielleicht nächstes Jahr. Schauen wir mal. Irgendwas wollte ich noch, genau. Und da war auch in Landshut Abschlusstraining mit anschließenden Air French Abbau und natürlich Grillen, zusammensitzen. Da wurden auch viele Bilder gepostet im Internet. Könntest du auch mal bei AC Landshut selber schauen. Also die Leute haben schön gearbeitet, hatten anscheinend auch ihren Spaß dabei. Und klar, danach gemütlich zusammensitzen, essen. Und sogar der Martin Smolinski hat da an dem Tag sein erstes Training wieder absolviert. Scheint wieder besser zu laufen. Und ich hoffe, dass es mit ihm jetzt bergauf geht und nächstes Jahr wieder angreift im Speedway und auf der Langbahn. Ich drücke ihm die Daumen. Genau, und in Olching war das Gleiche. War auch Airfinch-Abbau. Und beide Vereine haben sich auch sehr viel Mühe gegeben. Es ist halt nicht ohne, ne, wenn man sowas aufziehen will. Also wenn man im Verein drin ist, dann muss man auch mit anpacken. Klar, es gibt auch Mitglieder, die sieht man vielleicht nicht so oft. Aber so wie ich das auf den Bildern gesehen habe, waren bei beiden Vereinen ziemlich viele da. Und das finde ich gut, dass die Vereine so gut unterstützt werden. Ne? Ja, manchen würde es, glaube ich, jetzt nicht schmecken. Der Smolly ist ja wieder in Schweden vertreten bei Masana in der Liga. Es ist noch ein Konkurrent dazugekommen, sage ich mal, und zwar der Dimitri Berger. Wurde im Internet gepostet, dass er auch in Masana für die fahren wird nächstes Jahr. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber ich denke mal positiv, die beiden sind ja Profisportler und ich denke mal nicht, dass da noch irgendwas kommt wegen Roden oder sowas. Ich meine, es ist vorbei. Martin denkt, glaube ich, auch an nächstes Jahr. Das, was zurückliegt, vergisst er. Und physiomäßig ist er auch noch dran, dass er wieder richtig fit wird. Schauen wir mal nächstes Jahr. Ja, ich möchte noch einen ziemlich jungen Mann erwähnen. Und zwar ist das der Marvin Kleinert. Der hat mit 9 Jahren hat er angefangen auf der 50 Kubik. Ist dann erst mit 10 wieder auf die Maschine drauf und zwar auf die 125er ein Jahr lang, also nur Training. Und dann ist er 2 Jahre 125 Kubik gefahren. Er kommt aus Kiel, ist 13 Jahre alt, wird nächstes Jahr im Sommer 14. Er ist WM-Meister und Landesmeister. Und er fährt für den Team Cup, fährt er für Wolfslake. Und in der Speedway-Liga Nord für Nord-Harstedt. Und er wird ja nächstes Jahr auch in der 250-Kubik-Klasse vertreten sein. So die Bilder, die ich jetzt gesehen habe auf seiner Page auf Facebook, findet ihr unter Speedway-Info Marvin Kleinert. Der Frank Konradi wird ihn anscheinend betreuen, weil er ziemlich viel von ihm postet. Denke ich mir mal, dass er ihn unter seine Fittiche genommen hat. Und der Marvin ist, denke ich mal, beim Frank gut aufgehoben. Genau, Landesmeister für Mecklenburg-Vorpommern. Genau, das habe ich, die Infos habe ich mir noch rangeholt, weil ich jetzt nicht so viel gefunden habe über ihn. Schaut mal vorbei auf seiner Seite. Speedway Info Marvin Kleinert. Hier auch bei Facebook. Natürlich wird er auch über den Winter trainieren, gerade mit der 500er wird er es versuchen, weil nur mit der 250er und dann über den Winter vielleicht noch ein paar Trainings auf dem Schnee absolvieren, nicht, dass die dann kaputt gehen und dann nächstes Jahr steht er da ohne Motor. Deswegen ist es schon ganz gut, weil viele machen das im Winter, entweder mit einer alten Maschine oder mit einer etwas neueren, dass sie so auf dem Schnee mit
kleinen Spikes da ein bisschen rumdriften oder auch ohne. Habe ich gesehen, manche machen das im Schnee. Ja, ich hoffe, dass der Winter schon stark wird, weil die Eisgladiatoren machen sich ja auch schon fertig. Bei Frankie Zorn konntet ihr ja schauen, wie er sich auf die Saison vorbereitet, sprich die Reifen mit den Spikes bestücken. Es ist viel Arbeit. Also was ich da gesehen habe und auch bei anderen, die Vorbereitungen bei der Maschine, gerade wegen den Spikes, also Hut ab. Das kostet bestimmt jede Menge Asche. Ja, das erste Training, soweit ich das erfahren habe, wird ja in Schweden sein, Eisbewehrmäßig. Darauf freut sich ja der Frankie Zorn besonders. Und ich hoffe, dass wir dieses und nächstes Jahr in der Eisbewehrsaison vielleicht anderes Ergebnis im GP sehen. Schauen wir mal. Ich werde wahrscheinlich auch ein oder zwei Veranstaltungen aufsuchen zum Zuschauen und weil Eisbewehr ist auch ein Muss im Winter, also das lasse ich mir nicht entgehen. Ja, so wie ich gehört habe, ist auch der Maximilian Klaas, ihr kennt ihn von der B-Seitenwagenklasse, er hat bald schon wieder seine OP, eine OP, weil irgendwie ist was schiefgelaufen. Er hat ja, glaube ich, im Nacken hat er, glaube ich, irgendeine Verletzung gehabt. Und da wurde schon mal nachträglich operiert. Jetzt steht die neue OP an. Und ich wünsche an dieser Stelle, Maximilian Klaas, dir alles Gute. Und ich hoffe, dass du gut und schnell wieder gesund wirst. Ob es nächstes Jahr klappt, denke ich mal, weißt nur du. Weil wenn jetzt schon wieder eine OP ansteht, dann ist dann wieder ein bisschen, ist man wieder schlapp, muss man wieder anfangen mit Training und so weiter. Das wird nicht leicht, aber ich denke mal, du wirst es schon schaffen, so wie ich dich einschätze, dass man dich nächstes Jahr dann wieder bei der neuen Saison auf dem Gespann sieht. Aber ich drücke dir die Daumen, dass das die letzte OP war und dass alles wieder gut wird bei dir. Also Bad Hersfeld, der Sturz war schon übel, also war nicht schön mit anzusehen. Ja, der kleine Nordstern Lukas, ihr kennt ihn auch mittlerweile alle. Der gibt ja jetzt schon richtig schön Gas mit der PW50. Der war auch am 27.10. am Sonntag in Wolfslake, hat sein Training absolviert mit seinen Trainingskollegen, sage ich mal. Also er hat Spaß bei der ganzen Sache, das ist erstmal wichtig, weil die Kinder dazu drängen, so setz dich auf die Maschine, fahr jetzt, ich will, dass du fährst, funktioniert leider nicht. Aber er scheint da richtig motiviert zu sein und er will es auch. Und er driftet sogar schon durch die Kurven auf der Trainingsbahn, habe ich gesehen. Also das ist wirklich super. Also Hut ab. genau, Andy Horn, den geht es ja mittlerweile auch nicht mehr so ganz besonders gut. Da hat er auch irgendwie eine OP gehabt an der Schilddrüse, so wie ich das gelesen habe bei ihm. Der hatte auch vergangenen Mittwoch eine OP. Und an dieser Stelle, Andi, wünsche ich dir auch gute Besserung und ich hoffe, man sieht dich nächstes Jahr wieder in der internationalen Seitenwagenklasse am Startband. Dieses Jahr ist für dich leider nicht so gut gelaufen und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder, dass du wieder bei der alten Form bist, weil Pfarrkirchen war ein bisschen angeschlagen, erkältet, hatte Grippe gehabt, soweit ich das weiß. Und das ist dann nie gut. Es ist schade, dass die Saison dann für ihn so geendet hat. Ne? Also es ist ein feiner Kerl. Und ich sehe ihn auch ziemlich gerne, wenn ich ihn am Rennplatz begegne. Schon seit, ich glaube, seit 2002. Nee, doch, seit 2002 kenne ich ihn schon. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder zu seiner alten Stärke findet. Ja, irgendwas hatte ich mir noch notiert. Ah, genau. Und zwar wird ja auch eventuell eine gewisse Dame auch wieder im Bahnsport vertreten sein. Ich glaube, die meisten kennen sie. Die kommt aus Hauenstetten. Sie hat ja dieses Jahr einen schweren Sturz gehabt, Anfang des Jahres. Und dann ist sie ja wegen der Physio und so weiter, wegen der Verletzung, hat sie dann aufgehört mit dem Sport. Und ich hoffe, dass sie bei dem Abschlusstraining, wo sie ja daran teilgenommen hat, dass sie wieder
Meter 0, also die ist auch, glaube ich, auf der 125 unterwegs gewesen, wieder geschnuppert hat und doch nächstes Jahr wieder mit voll einsteigt. Aber das ist noch unsicher, deswegen nenne ich jetzt nicht den Namen, weil das muss ihr dann selber euch verkünden. Aber ich denke mal, die meisten kennen sie. Ja, ich war ja mit dem Dominik Erhartig am Sonntag in Abensberg. Da haben wir ja seine neue Maschine angeschaut, die er dann kaufen wird. Er hat sich dazu entschlossen. Wir haben sie uns angeguckt. Wir haben das Angebot gekriegt, was noch dazu ist und Ersatzteile. Und dann die endgültige Entscheidung war bei ihm. Und er natürlich, was soll ich machen, Michael? So, ja, nimm sie für das Geld und alles, was dabei ist. Und das Bike von Smolinski, nimm es. Besseres Material kriegst du zurzeit nicht in Deutschland für das Geld. Wenn, musst du entweder mehr hinblättern oder du musst echt aufpassen, dass das Teil in Ordnung ist. Wenn du vielleicht 1200, 1500, das ist schon ein bisschen zu wenig, weil dann fragt man sich, warum derjenige das verkauft. Aber in Abensberg war ich mir sicher, dass der Mann Top-Material hat und das auch, und der war auch ehrlich und bei dem Preis, was er zahlen muss, ist das nichts, sage ich mal. Da habe ich bei meinen Maschinen wesentlich mehr bezahlt. Im Endeffekt waren die dann halt nicht so gut, wie sie sein sollten. Dann habe ich noch mehr Geld reingesteckt. Aber ich glaube, er wird das nicht machen müssen, weil er will ja erst nur trainieren. Er strapaziert die Maschine ja noch nicht so. Und die Maschine ist ja einen anderen Fahrstil gewohnt, weil das ist ja die ehemalige Maschine von Martin Smolinski. Und ich denke mal, Besseres kann er nicht kriegen. Ja? Also da werden wir nächstes Jahr schauen, dass er mal trainiert. Und dann schauen wir mal, dass er wieder in seine Form findet. Weil zuletzt war er in der 50-Kubik-Klasse, aber das liegt schon Jahre zurück. Das war 2004. Mussten sie aber dann die Saison beenden. Da war er, Patrick Erhartig und Robby Erhartig. Die drei sind zusammen im Gebrüdergespann in der Schülerklasse A gefahren. Und vielleicht wäre es ja noch erfolgreicher gewesen, wenn sie weitergemacht hätten. Aber sie mussten dann aus familiären Gründen alles abbrechen. Und die ganzen Jahre, mache ich es oder mache ich es nicht. Ihr wisst ja, wenn man kein Geld hat oder das Geld fehlt, ist bei dieser Sportart ziemlich schlecht. Weil entweder man hat es, geht hin, kauft es, legt das Geld auf den Tisch, aber es kommt dann noch in der Saison vieles mehr dazu. Man fährt ja nicht nur mit der einen und selben Maschine, wie man sie gekauft hat. Man muss Ersatzteile besorgen, neue Reifen, Kupplungsbelege. Dann reißen die Züge, Gaszug, Kupplungszug. Also da muss man schon schauen, dass alles top ist. Also es kostet schon viel Geld. Aber ich denke mal, er wird Spaß dran haben, wieder auf der Maschine zu sitzen. Er trainiert, er macht ja etwas Krafttraining und geht auch joggen, soweit ich das weiß von seiner Mutter. Weil er muss auch noch ein bisschen mehr abnehmen, dass er ein bisschen schmaler wird. Und das wird schon mit ihm. Also er muss ja auch wegen der Kondition, dass er auch die Ausdauer hat, weil es ist ja nicht nur kraftmäßig bei dem Sport. Man muss auch die Kondition dazu haben, weil es nützt nichts, wenn du den Start gut machst und nach zwei Runden die Lunge auf einmal schreit. Oder du sagst, deine Arme werden immer länger, du hast keine Kraft mehr. Dann fahren sie alle an dir vorbei und dann bringt ja nichts. Ne? Ich habe ihm gesagt, wenn, mach das richtig. Schau zu, dass du körperlich fit wirst. Und dann setz dich drauf, dreh ein paar Runden. Und wenn du merkst, es geht besser, dann gibst du halt ein bisschen mehr Gas. Das muss er selber rausfinden. Also er muss sich das zutrauen, was er kopfmäßig will. Natürlich, wenn er eine Blockade hat, ist natürlich schlecht. Dann würde ich ihm auch raten, damit aufzuhören. Weil sonst ist das ganze schöne Geld futsch, sage ich mal. Aber ich bin positiv beim Dominik. Also er ist ein netter Kerl. Er hat auch seine Brüder im Rücken. Die werden wahrscheinlich auch den Schmiermaxen übernehmen bei ihm. Und ich werde vielleicht ein paar Filme machen.
und ein paar Livestreams, denke ich mir mal, bei seinen Trainings. Dann schauen wir mal. Genau, was ich euch noch zeigen wollte, das habe ich jetzt auf meinem Handy abgespeichert. Moment, ich muss so kurz die Zettel weglegen. Habe ich im Internet gefunden. Und zwar geht es um einen bestimmten Motor, der mir aufgefallen ist. Aber ich schaue mal ganz kurz, ob ihr wisst, welcher Motor das ist. Weil die Maschine ist nämlich ein kleiner Prototyp. Ich hab extra gefragt, ob ich das Bild zeigen darf oder überhaupt generell drüber reden darf. Und ich habe das okay gekriegt. Und jetzt zeige ich euch mal das Bild. Ich halte es mal ganz kurz ins Handy. Ich hoffe, man erkennt was. Wisst ihr vielleicht, was das für ein Motor ist? Kommt, Freiwillige vor. Na, kommt keiner drauf? Kommt schon, Jungs. Gerade die Bahnsportkenner, die müssen es doch wissen. Jan Kemper! 100 Gummipunkte für dich. Jawohl, es ist aber ein Prototyp. Und er ist beim Julian Billmeier im Rahmen drinnen. Aber anscheinend geht der Motor ziemlich gut. Ah, jetzt kommen sie. Jawohl, Robert, Speedway-Opa, servus. Ja, ich dachte mir, ich tue mal darüber mal kurz berichten. Also der soll schon eine Rakete sein, also habe ich mir sagen lassen. Aber er ist halt noch in der Testphase. Aber ich hoffe, dass er Julia mit dem Motor, mal gucken, wenn er nächstes Jahr fährt, weiß ich ja nicht. Mal schauen, wie er dann unterwegs ist. Auf jeden Fall ist er Julian Billmeier dieses Jahr auch sehr, sehr gut gefahren. Hat zwar nicht den Bahnpokal gewonnen, aber dafür gegen Ende des Jahres richtig draufgelegt. Also er ist vorne mitgefahren, genauso wie der Mario Niedermeier. Der hatte leider auch Pech beim Bahnpokal. Aber die zwei, die sind gegen Ende des Jahres ziemlich stark geworden und ich denke mal, nächstes Jahr werden wir von denen noch mehr sehen. Und jetzt will ich euch noch ein paar Bilder zeigen vom Dominik und seinen Brüdern. Weil ich glaube, die habe ich sogar 2004 in Memmingen gesehen gehabt. Das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, weil ich war zu der Zeit auch mit mir selber beschäftigt, weil ich zu der Zeit noch im Beiwagen war von 2001 bis 2004. Und da hatte ich, glaube ich, andere Sorgen gehabt. Aber ich habe die schon mal gesehen, die Herrschaften. Es ist halt schade, dass es so ein Ende genommen hat. Da waren sie auf der PW50 zu dritt. Drei Brüder waren das. Und jetzt fängt einer wieder an und das finde ich optimal. Ich hatte sogar noch irgendwas gefunden, aber ich finde es jetzt leider nicht mehr. Das war auch ziemlich gut. Ich schaue mal ganz kurz. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, ob sich welche dran erinnern können. Sagen wir mal 70er. Bis Mitte 80er gab es in Gröbenzell eine Kneipe, die nannte sich der Grüne Baum. Und da soll es angeblich ziemlich gut hergegangen sein. Sprich, die Kneipe wurde nicht Grüner Baum genannt, sie wurde Speedway-Kneipe genannt.
Und die ist in Gröbenzell, in der Bahnhofstraße. Vielleicht können sich ja noch einige dran erinnern. Auf jeden Fall waren da auch namenhafte Fahrer wie Egon Müller, Karl Mayer, Georg Haack, so wie ich das in Erfahrung bringen konnte. Also ich stand vor dem, wo mir das gesagt worden ist, stand ich vor der Kneipe und erstmal, oh, Vergangenheit erstmal an mir vorbeischweifen lassen. Aber ich denke mal, mein Onkel müsste noch was darüber wissen. Aber ich konnte ihn leider nicht erreichen. Aber ich zeige euch mal die Bilder. Moment. Genau. Es ist jetzt ein bisschen verwildert. Ist in Gröbenzell. Ich schaue mal kurz, dass das Bild ein bisschen besser wird. Jetzt. Genau, so sieht die Kneipe von vorne aus. In Gröbenzell in der Bahnhofstraße. Die Kneipe wurde halt Speedway-Kneipe genannt. Na, Robert, also ich habe das vom Julian selber erfahren, dass es ein Bellini ist, ein Prototyp. Also er ist noch nicht in Serie gegangen. Hast du schon im Pfarrkirchen gesehen, Herr Jan Kemper? Okay, Entschuldigung. Aber mir ist es halt jetzt erst auf den Bildern von Herxheim aus dem Abschlusstraining aufgefallen. Weil in Pfarrkirchen war ich ja nicht so oft im Fahrerlager. Nur am Anfang und nachher am Ende. Weil die Bahn ist ja schon ziemlich lang. Da hatte ich leider nicht so die Zeit, immer hin und her zu rennen, leider. Und ich wurde sogar angeschrieben, weil ein Club möchte gerne eine DVD haben von einem Rennen, wo ich auch einen Livestream gemacht habe. Und ich werde auf jeden Fall das in Auftrag geben, dass das Rennen runtergeladen wird nochmal von YouTube und dann auf CD, also DVD gebrannt wird, weil die wollen es dann im November auf ihrer Feier zeigen. Und das ist, sage ich mal, eine gute Werbung für mich. Und mal schauen, vielleicht, wenn es klappt, werde ich vielleicht nächstes Jahr, wenn ich die Livestreams mache und die Videoaufnahmen, dass ich das dann direkt von der Kamera auf den Computer ziehe und dann auf DVD brenne. Da hat man immer was im Petto, weil es haben schon noch 2, 3 andere Clubs gefragt. Da sage ich, oh nee, leider nicht, weil das meiste läuft nur übers Handy, die ganze Bearbeitung, oder über ein Tablet, und einen Brenner habe ich nicht. Aber ich habe einen Spätzel, der macht das für mich. Und dann wird der Club die DVD kriegen für die Feier. Das freut mich. Also das geht bergauf. Ja, okay, das war jetzt eine kleine Rückkopplung. Ausrichten? Auf was? Auf mich? Bin ich verschwommen? Ist nicht ausgerichtet. Wie Jan van Es, genau. Ich hoffe, man sieht mich jetzt besser. Ich mache das zwar alles schon ein bisschen länger, aber trotzdem bin ich noch aufgeregt. Ja doch, jetzt müsste es eigentlich besser sein. Oh, David McPherson. Hello, good morning. In Australien haben wir ja jetzt erst in der Früh, nicht am Abend. Ja, Test mit neuen GM-Einspritzungen, genau, Robert. Aber davon habe ich noch nichts gehört. Ich denke mal, du bist da mehr involviert als ich. Ja, es wird immer geschaut, die Motoren zu verbessern. Gerade mit dem Endschalldämpfer war es ja anfangs problematisch, sage ich mal. Es sind ja einige Motor-Hops gegangen mit dem neuen homologierten Endtopf, sage ich mal. Aber es hat sich alles gut eingespielt und ist klar, es wird immer gearbeitet. Die Motoren werden besser, leistungsstärker. Und ich will ja hoffen, dass man jemand einen Motor erfindet, der nicht so oft zum Service muss, weil dann spart man ja auch einiges an Geld. Ist zwar dann nachher im Endeffekt schlecht für die Tuner, klar, kommt der Fahrer nicht so oft, aber vielleicht laufen die Motoren dann besser. Und sind vielleicht auch noch schneller, wer weiß. Aber das ist ja momentan nur Zukunftsmusik. Aber ich habe mal gehört, jemand hatte mal die Idee gehabt, dass der Abrieb nicht so stark sein sollte. Aber was draus geworden ist, weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, das ist im Sand verlaufen. Ja,
Jetzt seid ihr dran. Ich habe mein Programm abgespult. Das, was wichtig war für mich, habe ich erwähnt. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden. Klar, Winterpause ist halt ein bisschen mau. Ne? Die Rennen sind alle vorbei, Abschlusstrainings sind vorbei. Die Vereine bereiten sich auch schon auf die Weihnachtsfeiern vor. Aber doch, das wird schon alles besser. Also, die Eisbitwe-Saison beginnt ja jetzt und viele sind ja auch Eisbitwe-Fans. Und mich wird man garantiert bei 2 oder 3 Veranstaltungen sehen, ja. Oh, meine kleine Tochter. Ja, was ist los, Mia? Oh, jetzt ist sie schüchtern. Okay, in Hauenstetten hat es leider auch nicht geklappt mit ihr. Wollte es auch nicht hin. Aber das wird schon. Gell, Mia? Na, jetzt will sie auch nichts sagen. Ja, so ist das halt, wenn man das Studio daheim hat. Ja, ihr seid dran. Habt ihr Fragen oder wollt ihr was erwähnen, was wichtig ist? Gerade in der Bahnsportszene. Jetzt über den Winter ist zwar nicht viel los, aber vielleicht hat der ein oder andere ja was Wichtiges zu sagen. Miriam Wahle, wo ist nochmal Training? Du siehst mich nur zur Hälfte? Ralf, das kann nicht sein. Ich bin ja vor der Kamera. Mitchell Gordon. Hi. Jenna Kleinert. Servus. Miriam Wahle, wo ist denn das nächste Training noch? Ich weiß nur noch, dass noch ein Nikolausrennen stattfindet. Servus Heinz. Du mal wieder. Kannst ja ein E-Bike kaufen. Ich habe übrigens auch ein E-Bike. Ein Pedelec oder wie man sich das nennt. Aber der Motor ist auch schon, oder? Beschleunigt auf 30 km/h. Genau, Günther Schwan sagt es, die NBN-Ehrung in Kloppenburg am 16.11. Wer dahin möchte, kann gerne hinfahren. Ich denke mal, das wird bestimmt für manche eine gute Quelle sein, gerade wenn man was wissen möchte oder Fragen hat. Zweiter November Clubmeisterschaft, so spät. Das sind meine Zuschauer, Mia. Sie fragt gerade, wer mir zuschaut. Neugierig, die Kinder. Ab meiner Nase kann es sein. Also ich sehe es auf meinem anderen Handy, sehe ich mich normal. Da, guck, Ralf. Guck, ist jetzt ein bisschen weiter zurück, aber so sieht man mich auf der Kamera. Vielleicht musst du dein Handy mal ein bisschen putzen. Oder nicht das Bild vergrößern. Weil ich habe es auch hier. Nee, aber ich habe es auch größer gemacht jetzt. Also Ralf, du müsstest eigentlich mich normal sehen. Schau. Ja, die Livestreams sind ein bisschen, schaut mal ein bisschen weiter zurück. Deswegen kann ich das nicht so hier haben, dass ich vielleicht genau live mitsehen kann, was ihr schreibt. Weil ich habe jetzt das Handy umgedreht, damit man die Werbung hinter mir nicht spiegelverkehrt sieht. Weil das hatten wir, glaube ich, Anfang des Jahres. Wurde ich ja darauf hingewiesen, dass die Schrift spiegelverkehrt ist. Aber ihr wisst es ja, ich bin ja kein Vollprofi. Verschoben wegen Regen, okay.
War so spät auf November. Boah, ist ja schweinekalt. Weil ich denke mal, im Norden ist die Nordluft ein bisschen kälter als hier unten im Süden. Aber was noch gesagt werden sollte, und zwar geht es um Josef Huckelmann. Viele kennen ihn ja, der ist ja früher auch selber mal gefahren. Ist ein ganz, ganz netter Kerl, der macht sehr, sehr viel für den Bahnsport. Nicht nur im Verein in Werlte, sondern auch als Funktionär beim DMSB. Er war zum Beispiel beim Semifinale der Gespanne in Hauenstetten vertreten und auch in Holland und in Schwarme ebenfalls und Vechta sowieso. Und der vertritt ja den DMSB dort und hat auch einiges zu sagen auf seiner Position. Und ich finde das wirklich klasse, was er Josef macht. Und der ist auch mit seinem ganzen Herzblut dabei. Und der hat sich auch gefreut, dass ich damals bei dem Bahnpokal hinkommen konnte. Und dass ich da den Livestream gemacht habe von seiner Veranstaltung, von seinem Verein. Und er ist ein ganz, ganz netter Kerl. Also ich bin froh, dass ich ihn Josef kenne. Mit dem kann man immer gut reden. Und ich hoffe, man sieht dich noch lange an der Rennstrecke, Josef. Und vielleicht nächstes Jahr wieder in Werlte. Vielleicht komme ich ja wieder hoch. Ja, jetzt sehe ich die Kommentare auf dem zweiten Bildschirm nicht mehr. Ah doch, jetzt sehe ich wieder was. Günther? Wer ist Günther? Also ihr könnt es gerne hier in den Kommis was reinschreiben. Oder ihr ruft an unter der Nummer 0163 601 4381. Dann könnt ihr ja hier live durch den Lautsprecher dem Publikum es auch sagen. Nochmal die Nummer 0163 601 4381. Könntest du mir vorher eine SMS schreiben oder WhatsApp, dass ich nicht komplett ins Schwarze laufe, sag ich mal. Also, mein Telefon ist bereit. Ihr müsst es nur anrufen. Aber ich rufe jetzt mal jemand anders an. Die junge Dame daheim ist. Na, wo ist sie jetzt? Da ist sie. Gucken wir mal, ob sie zu Hause ist. Klingeln tut's. Leider nicht zu Hause anscheinend oder viel zu tun. Da kommt die Musik raus, Mia. Da kommt die Musik raus. Aber schauen wir jetzt mal, jemand anders noch? Vielleicht ist ja der zu Hause. Na. Derjenige ist auch nicht zu Hause. Also ihr könnt es gerne anrufen. 0163 601 4381. Oder auf meinem Plakat schauen in der Gruppe. Da steht die Handynummer auch drauf. Okay, ich habe gerade SMS bekommen. Gleich. Das ist schon mal gut, oder?
Ach, die Meisterehrung in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist gut. Also, ich sehe, es ist noch volles Programm, trotz Winterpause. Gerade auf den Ehrungen. Ich war zwar noch nie auf einer, aber ich habe es mir dieses Jahr vorgenommen. Mal schauen. Vielleicht gehe ich zu der SBM-Ehrung zuschauen. Hören, was die meisten zu sagen haben. Und vielleicht findet man ja auch jemanden, über was man ja noch ein bisschen plaudern kann für nächstes Jahr. Sprich, vielleicht Livestreams. Man weiß es ja nicht, ne? Ja, Günther Schwan, das stimmt. Ein echter Bahnsportfan weiß alles. Okay, fast alles. Aber wenn es um die Ehrungen geht. Schauen wir mal, ob die Person noch zu erreichen ist. Oh, okay. Ich habe gerade Info bekommen, den ich vorhin noch anrufen wollte. Ist leider erkrankt. Also geht leider nicht. Weil das wäre bestimmt auch eine gute Information gewesen. Ach, übrigens, und der Dominik Erhartig, der hat schon einige Sponsoren. Weil sonst hätte er ja nicht wegen der Maschine geschaut schon. Er hat mir vieles gezeigt, also er ist schon gut abgesichert. Also an Geld hapert es nicht. Und er hat auch so gute Unterstützung. Nur wie es halt fahrerisch wird, muss man halt schauen. Er geht auf jeden Fall immer ins Fitnessstudio wöchentlich. Joggt auch draußen. Geht eine Runde laufen in Gröbenzell. Muss sein, ne? Also meine Zeit ist vorbei, ich gehe nicht nochmal joggen draußen. Oder Radl fahren. Habe ich überhaupt gar nicht die Zeit dazu. Ja, ich glaube, ich muss mir mal was besorgen, so einen Monitor, den man dann hier so festmacht. Aber es ist halt bei den Livestreams ist. Bisschen Zeitverschiebung, das ist halt blöd. Aber es geht. Nadine Pierik, Servus. Ja, Heinz, ich habe es dir schon mal gesagt. Du musst mich erstens einladen und zweitens, was springt für mich dabei raus? Kleiner Scherz. Ich denke mal, die meisten kennen mich mittlerweile gut. Also, Humor muss man haben. Klar würde ich gerne kommen, Heinz. Kein Problem. Gibt bestimmt mit den einen oder anderen, den man einen kleinen Plausch führen kann. Auf sportlicher Ebene. Also wird, glaube ich, ein Alsfeld-Angerodt sein, glaube ich, die Weihnachtsfeier, oder? Kann das sein? Ich habe da schon mal irgendwas gehört. Kann ja nicht den ganzen Abend eine Ehrung live streamen. Gerade wenn es dann, wenn das Hauptprogramm vorbei ist. Ja, ich glaube, diese Szenen möchte nicht jeder sehen. Wann bist du gestern nach Hause? Oh ja, um 2. Oh, 4 Uhr war der Livestream, da warst du aber noch da. Nee, sowas machen wir noch nicht. Irgendwann ist auch Schluss mit Livestreams, wenn man dann gemütlich zusammensitzt und redet, ein bisschen was trinkt. Ich trinke ja selber keinen Alkohol. Also ihr müsst dann, wenn schon, ein 10-Liter-Fass Cola Light da haben. Ich weiß, es ist auch nicht gesund. Aber Bier habe ich schon ja, jetzt fast 9 Jahre nichts mehr getrunken. Keine Lust mehr gehabt. Hat auf einmal nicht mehr geschmeckt. Habe gedacht, putt, weg damit. Deswegen gehe ich auch nicht auf die Wiesen. Dieses Jahr wollte ich eigentlich auf die Wiesen, aber die Zeit.
Es vergingen so schnell die 3 Wochen. Das glaubst du gar nicht. Also mein Telefon wartet immer noch. Traut's euch. Ich beiße nicht. Wenn ihr wirklich was Wichtiges habt, könnt ihr auch hier über mein Mikro verkünden. Ist absolut kein Problem. Sei es in eurer eigenen Sache. Hauptsache, es hat was mit Bahnsport zu tun. Ja, okay, im Bürgerhaus, aber ich war da noch nie eins. Nur bei dem Grasbahnrennen. Ich glaube, dreimal, ja. Dreimal war ich in Angerod. Das erste Mal war ich in Angerod. Das war, lasst mich nicht lügen, ich glaube 2003, wo ich als Beifahrer war, bei Michael Glittenberg. Wo wir uns im Pflichttraining einen Zweikampf geliefert haben mit Andy Horn. Das war super. Was war irgendwas? Na, das denke ich mal nicht, dass die ängstlich sind, Günther. Das kannst du nicht sagen. Die meisten wollen nicht. Ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Aber es ist, die letzten Streams ist es eigentlich gut angekommen. So einige Statements zu hören. Und ihr, apropos Statements, ich habe noch nichts weiteres gehört wegen Tim aus dem Norden, der auch live streamt und Videoaufnahmen macht. Also ich denke mal schon, dass er nächstes Jahr wieder bei der Sache ist. Bin positiv. Ich kenne ihn mittlerweile, ich habe schon mit ihm einige Telefongespräche geführt gehabt und auch geschrieben. Und ich denke mal nicht, dass er einfach so aufhört. Aber er ist halt noch ein bisschen geknickt. Aber das kann ich auch verstehen doch. Ich sage mal so, wenn einer mit mir Probleme hat oder mit meiner Arbeit oder was ich gepostet habe oder wegen dem Livestream oder wegen dem Video, dann soll er zu mir kommen, mir sagen, sage ich, okay, du hast mir die Wahrheit gesagt, akzeptiere ich, ist voll okay. Weil wir machen das ja alles auch Spaß für den Bahnsport und wir sind ja mit Leib und Seele dabei. Aber es ist mal so, man kann nicht jeden zufriedenstellen. Ich kann zum Beispiel euch alle auch nicht zufriedenstellen. Der eine sagt einmal das und dann der Stream war nicht so gut. Stehe ich auch zu, klar. Weil manchmal ist die Netzabdeckung echt schlecht in Deutschland und das finde ich wirklich schade. Und ich finde es auch wirklich schade, dass mir O2 da nicht weiterhelfen kann, gerade als Kunde nicht, dass ich eine stärkere Verbindung kriege oder Signal, dass das nicht immer, meistens kriege ich nur das Edge-Signal und dann kann man den Livestream meistens vergessen, weil dann ist es nur verpixelt. Aber ich arbeite dran mit dem Capture noch immer, mit dem Game Capture. Kriege jetzt bald besseren Computer, sprich einen richtigen Laptop, weil vorher das war ja nur so eine Art Tablet, was mit Tastatur ausgestattet war. Aber ich denke mal, im Ganzen wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, weil ihr wisst ja, die meisten Sender haben ja auch wirklich Gerätschaften dabei. Da schlackern einen die Ohren. Aber es ist halt damit mehr Kabel verbunden und man muss Stromzufuhr haben und. Das wäre dann halt wieder großer Aufmarsch beim Veranstalter. Ne? So bleibe ich klein, habe zwar nur meine Ersatzakkus dabei und Powerbanks, aber ich mache mein Ding, ich mache den Livestream, Videoaufnahme und störe halt einfach nicht den Verein und sage, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Dann ist es, ne, ihr wisst, was ich meine. Aber ich versuche, meine Technik zu verbessern, dass ich es vielleicht irgendwann mal hinkriege, dass ich mit der Videokamera direkt live gehen kann. Und
Ich denke mal, dass es so klappen wird. Ich habe mir schon einige Gedanken gemacht. Vieles muss natürlich auch finanziell finanziert werden. Wie ihr ja mitbekommen habt, bin ich auf der Suche nach Sponsoren. Ich habe zwar einen gehabt, aber ich konnte nicht das erfüllen, was er wollte. Also klar, er hätte mich unterstützt, aber er wollte im Gegenzug was anderes noch haben. Und das konnte ich ihm nicht bieten. Ja, also wenn es irgendwas um verkäufliche Dinge geht, kann ich sagen, ich kann auch meinen Mitgliedern nicht versuchen, das Zeug anzudrehen. Das geht nicht. Ja, also dann kommt keine Zusammenarbeit zustande. Tut mir leid. Trotzdem bin ich noch auf der Suche. Ich werde auf jeden Fall einen kleinen Zuschuss nächstes Jahr kriegen von einem. Das ist aber ein Privatmann, der sich dazu bereit erklärt hat, weil er auch meine Arbeit gut findet. Und da bedanke ich mich jetzt schon mal ganz herzlichst. Aber das wird erst nächstes Jahr im Januar bekannt gegeben auch, weil das hat der Mann ja auch dann verdient, wenn er mich schon etwas unterstützt. Und falls ihr welche Firmen kennt oder Kontakte habt, könnt ihr mir gerne mich anschreiben per PN oder via Handy auf dem WhatsApp oder anrufen und mir Vorschläge machen oder mich empfehlen. Hört mal zu, der Mann macht gute Arbeit für den Bahnsport, greift sie immer unter die Arme. Weil ohne geht's wirklich nicht. Ich werde es zwar weitermachen, klar, werde auch nicht damit aufhören. Aber wenn man dann Unterstützung hat, ist es alles wesentlich leichter. Man kann demjenigen sagen, man hat das und das vor. Ich bräuchte eventuell noch Aufstockung wegen meinem Equipment, um die Arbeit noch mehr zu verbessern. Und ich denke mal schon, dass es da welche gibt, die da Interesse hätten. Natürlich bin ich auch selber auf der Suche. Ich habe auch sogar so eine Art Anzeige geschaltet, habe auch einige E-Mails bekommen, aber ich kann halt nicht das erfüllen, was sie halt dann haben wollen. Dominik Schütz, ich gehe arbeiten. Ich fahre LKW im im Nahverkehr und ja, die meiste Zeit verbringe ich auf der Rennbahn, außer in der Winterpause. Also ich war dieses Jahr schon viel unterwegs. Also freitags LKW abgestellt, Sachen zusammengepackt, meistens schon samstags los. Dann war Sonntag das Rennen oder umgekehrt, Freitagabend los oder Samstag in der Früh. Ja, ist fast genauso, als ob man selber fährt, fast, sag ich mal. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr auch wieder Holland dabei ist, weil die waren ja eigentlich sehr gut begeistert von mir. Und ich denke mal, vielleicht Belgien hat auch Interesse, soweit ich das gehört habe. Frankreich weiß ich nicht, weil Moritz ist ziemlich weit weg vom Schuss, sage ich mal. Dominik? Dominik Schütz, der Livestream wird nachher, sobald er beendet ist, dauert es ein paar Minuten und dann kannst du ihn wieder von Anfang an anschauen. Ich werde auch den runterladen und bei YouTube reinsetzen. Auch, dass er bei YouTube erscheinen wird, dann könnt ihr euch auch auf YouTube und teilen, auch vor allem, auch außerhalb von Facebook. Aber ich habe mir überlegt, ich tue den Livestream runterladen, tue den auch bei YouTube rein, dann können auch die vielleicht kein Facebook haben, weil es sind ja leider viele. Und auf den Rennplätzen habe ich euch immer, nein, ich habe leider kein Facebook, wo bist du sonst zu erreichen? Weil die Homepage, die ich habe bei Jimdo, die, sage ich mal, die werde ich eh bald löschen, weil das wird einfach zu viel. Weil ich bin ja nur mit, also nur ich und Erika. Weil wenn man wirklich auf allen Plattformen was machen will, muss man echt mehrere Leute sein. Also vier, fünf auf jeden Fall. Einen, der vielleicht nur im Internet alles veröffentlicht und auch schreibt, Bilder postet etc. Da gehört schon einiges dazu. Aber ich werde bei Instagram, Facebook, Twitter, YouTube bleiben. Gerade über Facebook ist die Reichweite wirklich brutal. Bei YouTube geht es leider nicht.